Griechenland ist noch genauso pleite wie gestern. Und dass Europas Regierungen so große Angst davor haben, das auszusprechen, liegt vor allem daran, dass sie so große Angst um ihre Banken haben. Angst, dass sich Geschichte wiederholt. Florian Neuhan. Am Ende eines Musikstücks, da stehen oft diese zwei Worte. Eine kleine Anweisung. Da capo. Alles noch einmal von vorn. In diesem Fall heißt das Stück Bankenrettung, wird gespielt seit 2008. Und jetzt also auch hier, da capo, alles noch einmal von vorn. Heute auftritt José Manuel Barroso, EU-Kommissionspräsident. Einer der vielen Dirigenten dieses europäischen Stücks. Seine Botschaft? Um das Vertrauen in den Euro wiederherzustellen, müssen wir die Schuldenkrise in den Griff bekommen. Und dafür müssen wir die Banken stützen. Barroso fordert größere Risikopuffer bei den Banken. Im Zweifel zahlen dafür die Staaten. Die Banken finden im Moment keine oder nur sehr wenige Investoren, die bereit sind, wieder in Banken zu investieren, gerade weil die Lage so unsicher ist. Und in einer solchen Situation muss dann der Staat oder die Staaten als Retter auftreten. Der Staat als Bankenretter. Wie schon einmal 2008, als nach der Pleite der US-Bank Lehman Brothers das komplette Finanzsystem einzustürzen drohte. Jetzt also womöglich wieder Arbeit für ihn. Christopher Pleister, Deutschlands oberster Bankenretter. Er sagt, 2008 sei die Krise noch von Banken ausgelöst worden. Heute sei das ein wenig anders. Jetzt haben wir eine Staatsschuldenkrise und die Banken halten natürlich auch Staatspapiere und zwar in großem Umfange. Und es wird eben befürchtet, dass bei einem Schuldenschnitt, dass dadurch eben Banken selber gefährdet werden könnten. Dass die Banken überhaupt so viele Staatsanleihen halten, das hatten die Staaten selbst so gewollt. Wenn Banken normalerweise einen Kredit vergeben, dann müssen sie dafür einen gewissen Anteil an Eigenkapital vorhalten, als Risikovorsorge. Anders aber, wenn Banken Staaten der Eurozone Geld leihen, dann brauchen sie dafür qua Gesetz kein Eigenkapital, weil diese Anleihen als sicher gelten. Die Folge: Banken haben immer mehr dieser Staatsanleihen gehortet. Jetzt aber drohen etwa die griechischen Staatsanleihen auszufallen. Ein Problem für die Banken. Bleibt am Ende die Frage: Wenn jetzt wieder Banken gerettet werden müssen, können wir uns das überhaupt leisten? Immerhin seit diesem Jahr zahlen die deutschen Banken eine Abgabe, eigens dafür, um gefährdete Institute zu retten. Und der Bankenretter Christopher Pleister hofft, das Geld aus dieser Bankenabgabe sollte doch reichen, irgendwie. Der deutsche Steuerzahler würde im jetzigen Fall nur eine Vorfinanzierung leisten, aber die Endabrechnung geht zulasten der Banken. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Klar ist vorerst nur so viel. Es geht wieder von vorn los. Da capo, das Stück von der Bankenrettung. Mehr Hilfe für die Banken hat EU-Kommissionspräsident Barroso vorgeschlagen. Udo von Kampen in Brüssel, zuerst die Frage an Sie. Wie kommt denn Barrosos Vorschlag bei den Regierungen an, speziell bei der deutschen und der französischen? Na, von Euphorie habe ich hier in Brüssel noch nichts gehört. Dafür sind einfach zu viele Fragen offen. Was Barroso heute vorgestellt hat, ist nichts anderes als: die Politik bereitet die Märkte auf einen Schuldenschnitt Griechenlands vor. Und da sind französische Banken weit mehr betroffen als die deutschen. Denn die Franzosen haben viele hunderte Milliarden an Anleihen eben von griechischen Papieren noch in ihren Depots. Und kommt es eben zum Schuldenschnitt, dann sind die nur noch die Hälfte, vielleicht sogar noch mehr, noch weniger wert. Also das sind ganz unterschiedliche Interessen. Und deshalb würde sich der französische Präsident gerne zur Stützung der Banken, der französischen Banken, aus dem Rettungsschirm bedienen. Denn da zahlen alle ein, die Deutschen übrigens am meisten. Und da sagt die Kanzlerin eindeutig, da machen wir nicht mit. Aber ich höre, dass dieser Punkt noch für viel Streit sorgen wird. Das ist noch lange nicht ausdiskutiert. Noch viel Streit, aber nun soll es ja nächste Woche beim Gipfel den großen Wurf geben. Wie kann der denn dann doch aussehen? Also ich warne davor, vor zu hohen Erwartungen. Ich habe hier in den letzten Jahren schon zu viele Krisengipfel gemacht. Da wurden hohe Erwartungen geweckt. Heraus kam eben heiße Luft,
nur halbherzige Entscheidungen. Und die haben die Märkte mehr beunruhigt eben als eben für Beruhigung gesorgt. Also da bin ich sehr, sehr skeptisch. Die entscheidende Frage für mich bei dem Gipfel wird also sein, gelingt es eben der Politik, eben die Ansteckungsgefahr zu verhindern für Italien, für Spanien. Das wollen die Finanzmärkte wissen. Davon wollen sie überzeugt werden. Wenn das nicht gelingt, dann wird es wirklich eng. Das wird man also sehen, ob sich die Finanzmärkte damit dann beeindrucken lassen. Heute war man aber zumindest auf dem deutschen Parkett in ziemlich guter Stimmung. Valerie Haller in der Frankfurter Börse. Wer oder was hat denn da so beeindruckt? Ja, also hier an der Börse sieht man das alles ja ein bisschen kurzfristiger oder kurzsichtiger. Die Slowaken waren das heute und deren Ja zum erweiterten Rettungsschirm, das hat dann hier doch noch mal den Eindruck verstärkt, dass die Europäer ihre Schuldenkrise vielleicht doch noch in den Griff bekommen können. Vor allem, dass auch die Banken künftig besser gegen Staatspleiten gewappnet werden sollen. Also die Finanzinstitute lässt man nicht im Regen stehen und eine Rezession wird damit unwahrscheinlicher. Diese Hoffnung treibt den DAX heute auf ein 2-Monats- hoch. Ja, und noch besser die Bilanz der vergangenen 6 Handelstage. Plus 11%, ähnlich der Euro, im selben Zeitraum fast 5% im Plus. Die Börse im Höhenflug, dass Europa nicht aus dem Schneider ist, das weiß man hier natürlich. Aber die Probleme werden jetzt intensiv angegangen. Und das scheint fürs Erste einmal zu reichen. Dass große Ratingagenturen heute übrigens eine Reihe spanischer und italienischer Banken herabgestuft hat, das war hier auch nur eine Randnotiz. Die Banken werden sowieso gerettet. Irgendwie. Dankeschön nach Frankfurt und nach Brüssel für diese Einschätzung an unsere Korrespondenten. Und unsere Online-Kollegen, die beschäftigen sich ebenfalls ausführlich mit dem Thema, etwa wie das ganze Finanzdesaster überhaupt entstehen konnte und wie die diversen Rettungspakete und Schirme im Einzelnen funktionieren sollen. Das und mehr finden Sie auf heute.de.